So, das war's. Halt mal auf jetzt. Warum filmen Sie mich? Hä? Immer wieder als gleich, warum filmen Sie mich? Wer sind Sie? Sie verfolgen mich sehr oft. Das ist richtig. Weil Sie so hässlich sind und sowas Hässliches hat die Welt noch nie gesehen. Verstehst du? Gibt Klicks für dich. Ja, ist so. Also, erklären Sie doch mal das Schild, Herr Hopscotch. Das heißt immer, Hund muss auf jeden Fall normal größer Haufen machen. Strangulieren bitte. Ja. Immer vier Sachen gleichzeitig in den Mülleimer schmeißen. Ja. Nicht Moped fahren. Ja. Keine hässliche Musik. Ja. Keine Enten mit irgendwas bewerfen. Ja. Keine heißen metallischen Gegenstände. Ja. Keine Bäume anbeten. Ja. Auch nicht dieses Sparta machen. Okay. Hab ich das gut erklärt? Hast du super, super okay, gemacht. Super, toll. Ich bin so stolz auf dich. Dankeschön. Ja. Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal wieder mit Ulo Hopscotch. Guten Tag. Und zwar fahren wir dieses Jahr mal wieder was? Langbrett. Langbrett. Und zwar fahren wir den Greenskate. Ja, wir sind zwar nicht an dem gewohnten Platz, weil da gesperrt ist, weil da irgendeine Veranstaltung stattfindet, aber wir sind in der Nähe des Platzes, wo es eigentlich immer losgeht. Eigentlich starten wir auch immer hier. Wo ist meine Hand? Da. Nee, boah, ich krieg's nicht hin, ne? Da. So ein Dummkopf. Ja. Deswegen mache ich mein Intro quasi hier und nicht am Platz da hinten. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen da, abonniert und Glocke aktivieren. Bei dem auch, weil ja. Er meint ja für meinen Kanal. Das ist korrekt. Der ist natürlich unten verlinkt in der Videobeschreibung. Absolut, aber er macht kein Video dazu, deswegen schwer enttäuschend, ich weiß. Weil da gibt's nur Premium-Zweirad-Content. Ja, ja. Okay, viel Spaß. Kleines Eis gefällig. Ey! Verrückter Mongo! Du kannst auch den Offroad-Bereich da fahren. Nee, sind wir letztes Mal in den Offroad-Bereich gefahren? Nein. Das letzte Mal bin ich sogar hier drüber gefahren. Komplett bis über die Schiene. Es gibt immer den einen, der dann den macht. Der Longboard-Ausfallstück ist das. Ah ja. Was wollen wir denn Schönes erzählen? Also, wir sind jetzt quasi auf dem Weg zum ersten Checkpoint quasi. Der wäre dann in Poll. Wir sind jetzt schön am Rhein entlang gefahren. Und wir fahren jetzt quasi weiter am Rhein entlang. Also mega langweilig eigentlich. Aber, da das ja Tradition ist und wir das bis jetzt nur einmal ausfallen haben, oder ich zumindest nur einmal ausfallen habe lassen, obwohl sind wir letztes Jahr gefahren. Nein. Okay, zweimal ausfallen haben lassen, trotzdem Tradition ist,
das Ding zu fahren. Haben wir zweimal die Strecke. Genau. Nein. Doch. Einmal hin, einmal zurück. Also, dann noch weiter. Viel Spaß. Ist das da der Prager Dom? Das ist der Prager Dom, ja. Da waren wir doch schon mal. Sind wir hier in Prag? Ja, sind wir in Prag wieder. Mal wieder. Das ist komisch, die sprechen alle Deutsch. Also sind alles Touristen, ne? Ja, das sind alles Touristen. Deswegen. Welche Brücke ist das? Das ist die Prager Hohenzollernbrücke. Die Prager Hohenzollernbrücke, okay. Ja. Wie heißt denn diese Kirche? Das sieht aus wie die St. Martin-Kirche in Köln. Das ist die St. Prag-Kirche in Prag. Die St. Martinus. St. Pragius. St. Martinus. St. Martinus, ja. CZ, ne? Genau. Am Ende Martinus. Hier ist auch ein Roller. Ja, das ist aber so ein E-Scooter. Aber ja, das hier sieht aus wie von so einem 50er-Ding. Ach so, okay. Das ist nur der Rahmen davon. Der Rest ist bestimmt seit über die Jahre da im Rhein weggefault. Krass, jetzt gerade mit dem niedrigen Wasser kannst du richtig viel rausholen, ne? Ja. Guck mal, das sind alles diese scheiß Leihfahrräder, ne? Von der Deutschen Bahn. Außer jetzt hier das. In Kalkhof ist eigentlich mal gar nicht so ein schlechtes Feld. Krass. Schmeißt keine Sachen in den Rhein. Ist so. Ein das Einkaufs- ist Kacke. Schlimm. Hör mal, da kommt gleich eine Toilette. Musst du rein? Nein. Verdammt. Wollte gerade so schön für Instagram was machen, war es ein Airball. Hier sind wir dann an den Kranenhäusern. Kranenhäusern? Ja, Kranenhäuser. Kranenhäuser. Kranenhäuser, Kranhäuser, was auch immer. An den Häusern, die aussehen wie ein Kran. Cranehouses. Ja, Cranehouses. Und ja. Da wohnt der Dena wohnt doch da. Der Dena wohnt irgendwo da in den Häusern. Ja, in der alten Wohnung vom Simon Ungeschmiert. In der alten Wohnung vom Simon? Ja, das war der Simon Ungeschmiert. Das war Simons Wohnung? Ja, ich weiß nicht, ob er erst Bezug war und danach Felix. Mann, ich wollte das geheim halten. Jetzt liegt dir das? Oh mein Gott. Das ist ja wie bei Podolski. Podolski hat auch hier in einer der Wohnungen gewohnt. Und dann hat, wie heißt der Boxer nochmal? Felix Sturm die Wohnung von. Schmeling. Nein, das ist ein bisschen lange her. Felix Sturm hat dann die Wohnung übernommen. Also quasi ist Unge der Lukas Podolski. Da wohnen ja noch mehr drin. Ich weiß. Mark Eggers ist Nachbar, der wohnt auch da. Das ist aber teuer. Mir wäre das zu teuer. Selbst wenn ich die Kohle hätte, wäre mir das zu teuer. Nur von den Häusern, die dazwischen sind, hat der Check mit dem Stefan Gehrig. Aha. Ja, der weiß vollstens Bescheid. Wenn man in Köln wohnt, weiß man das. Ein Blick aus dem Fenster und ist mir direkt verraten, wo die wohnen. Das ist quasi die Bild-Zeitung von YouTube. So, mein, die Diskussionen überschlagen sich. Also für mich war es auch nicht so schwer rauszufinden, wo, wie hießen diese ganzen Office von denen? Das eine hieß ja... Von denen oder was? Das war das, ja sowieso hier unten am Rhein. Das war ja klar, der stand immer davor. Ja, aber davor hatten ja schon das UFO hier mit Paluten so, und ja, Sturmwaffel. Ja. Und ich habe das ja nie verfolgt, aber ich wusste trotzdem, wo das blöde UFO ist. Danach hatten sie noch das andere Bürogebäude.
Das heißt blödes Ufer. Ich wollte ja nicht schlecht reden. War ja cool, ne? Und wie hießen das andere? Die hatten UFO, da gab es noch irgendwas? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Dena hier unten noch so sein eigenes Büro hatte. Der Dena hatte sein Büro. Wo war das denn? Das war beim Zoo, Zoo Flora da die Ecke. Ja. Das hieß Hive, hat Hive. Er das genannt. Hive. Ja. Hat ich auch, der hat einmal nur kurz, du hast nur kurze Ecke gesehen, musste ich. Warte mal, das ist doch da Riel die Ecke irgendwo. Ja. Ja. Ich sag ja. Express oder Bild-Zeitung des YouTubes. Der YouTuber-Stalker aus genau, Köln. Richtig. Mach doch einen neuen Kanal. Ja, Stalking-YouTuber. Ja. Herr Newstime. Herr Newstime. 2.0. Den gibt's doch schon. Herr 2.0. Der trinkt immer ganz viel Alkohol und singt auf Twitch, oder? Weiß ich nicht. Das ist doch sein neues Ding. Weiß ich nicht. Ja doch, der Herr Newstime. Okay. Und dann machst du den Drachenlord 2.0, okay? Was hast du gesagt? Ründchen durch Poll quasi und dann geht's dann Richtung Dom zurück. Korrekt? Korrektamente. Nee, der Hauptgott spielt. Das ist ja ekel. Ein bisschen. Das ist ein Fleck am Rücken. Ja, das ist von der Tasche. Der Riemen. Riemen. Ich brauche einen Riemen. Wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft, aber selbst ein Greenskate-Foto würdest du ja gar nicht hinkriegen. Nee. Sieht man gerade nur meine Nase im Display? Nee. Ja, auf jeden Fall geschafft. Und super viele Leute hier. Und super warm. So, jetzt haben wir es endlich geschafft, sind am Dom. Wo ist der Dom? Wo ist der Dom? Da ist der Dom. Dein Feind. Deine Spacken. Ja, da sind wir am Dom, wir haben es geschafft. Schön mit den Boards endlich den Greenskate gefahren. Also, Outro mache ich dann gleich irgendwo. Mal gucken. Viel Spaß. Guten Tag. Ja. Guck mal, wie lange das dauert. Ja, und? Lass mich doch. So, das war's. Alles mal auf jetzt. Wir sind zurück in Mülheim. Mülheim. Und ja, das war's von dem Video. Ist auf jeden Fall warm. Ja, sehr warm. Schwitzi. Aber hat mal wieder Bock gemacht. Mal wieder ein bisschen zu rollen und so, ne? Aber ich habe gemerkt, es war easy. Beim ersten Mal war es echt viel anstrengender. Aber, ja. Das ist, weil ich ihn gezogen habe. Doch. Naja, auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, ne, das übliche Daumen hoch, abonnieren, Glocke aktivieren, geht mal auf seinem Kanal, Premium Bicycle Content, ne, immer schön klicken, liken und so, bei mir natürlich auch. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Tschüss.